Willkommen zurück in Westslawien, meine lieben Freunde. Beim letzten Mal haben wir es gerade endlich geschafft, jetzt hier Westslawien zu vereinen, weswegen jetzt hier Hochkönig Krak der Zweite nicht nur der Wendler heißt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, wenn man an den echten Wendler denkt. Es soll wohl, glaube ich, eher das Wendenreich darstellen. Wir können aber auch tatsächlich, wie wir festgestellt haben, auch ganz, ganz einfach die gesamten Slawen vereinen. So schwer wird das wohl nicht werden. Der Gag an der ganzen Sache ist, wenn man sich hier mal anguckt, ne, da ist dann tatsächlich Thüringen und Co. plötzlich gar nicht mehr dabei. Ich habe beinahe das Gefühl, dass eventuell das ja ein Fehler ist, denn es gibt relativ wenig Sinn, dass diese Landesteile hier nicht irgendwie Teil davon sind. Aber guck mal, wir müssen sogar noch viel mehr erobern. Oh, ich muss ganz Ungarn im Grunde erobern. Und einen Teil des Byzantinischen Reiches. Okay, das wird groß. Wir haben eigentlich da oben auch noch was zu erobern. Also wir haben einiges zu erobern an der Stelle. Die Frage ist, ob das eine Aufgabe für einen Mann ist. Ich denke, er wird es wahrscheinlich nicht mehr wirklich schaffen. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, wie geht es eigentlich jetzt hier unserem Bub hier, dem Enrico. Der Enrico hier, oh, der hat jetzt schon Verschwendungssucht. Allerdings bekommt er mehr Prestige. Das finde ich jetzt hier wiederum schon relativ gut. Er wird nicht so der Typ sein, der großartig auf Kriegsführung setzt, wie man jetzt schon hier vermuten kann. Oh je, Mene, und unsere Bildung ist halt völlig hinfällig geworden. Aber Leute, wir sind jetzt halt auch an dem Punkt, dass wir de facto, sobald wir das Geld haben, hier noch die Güte unserer Legende erhöhen können. Und was ich auch noch nicht geguckt habe, welche Technologien haben wir bekommen? Denn wir haben ja als Belohnung 2 Technologien geschenkt bekommen. Das schauen wir uns jetzt hier kurz mal an. Hatten wir die Antrittsplätze schon? Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Das haben wir wohl bekommen. Und öffentliche Bauarbeiten, Erbteilung. Wir haben irgendwas in diese Richtung bekommen auf jeden Fall. Irgendetwas haben wir bekommen. Den Gambeson haben wir auch demnächst. Oh Gott. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, was wir hier bekommen haben. Aber wir haben auf jeden Fall noch etwas bekommen, was ich ganz, ganz gut finde. Wir sind leider ein schrecklicher Herrscher, wenn man über technologischen Fortschritt nachdenkt. Gut, dadurch haben wir jetzt hier, wie ihr sehen könnt, das haben wir nicht bekommen. Wir haben das hier nicht bekommen. Interessant, Freunde, interessant. Dann haben wir irgendwas anderes bekommen. Ich muss mal gerade mal kurz mal laufen lassen. Haben wir Onager vielleicht dadurch bekommen? Okay. Wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall 2 Technologien geschenkt bekommen. Felderwirtschaft haben wir auch bekommen. Alles Dinge, die uns jetzt nicht wirklich was weiterhelfen. Und jetzt gibt es hier Fraktionen. Polnische katholische Populisten. Okay, das ist jetzt mal ein Vorgang. Fränkische Katholiken. Die ich jetzt hier dann doch mal so nach und nach versuchen möchte zu bekehren, zumindest die Chance zu erhöhen. Vielleicht machen sie ja mit, wisst ihr, dann gehen sie aus der Nummer da raus. Möglicherweise, also ich habe ja immerhin eine gewisse Chance, könnte zustimmen, wir versuchen es einfach, bei jedem einzelnen von ihnen. Also, der ist der Meinung, dass sein Glaube zu stark ist. Er sagt, nö. Ah, sie hat konvertiert. Okay, das ist gut. Er konvertiert nicht. Und da ist ein Herzog gerade eben im Kommen. Er will auch nicht konvertieren. Ah, das ist ein Vasall aus dem Heiligen Römischen Reich, der jetzt dummerweise in diesem Moment auch entkommen ist. Er folgt dem Licht und ist damit auch wohl raus. Sehr gut. Und es gibt eine besorgniserregende Übersetzung. Als ich die Kammer betrete, in der mein Volkov Oleg arbeitet, finde ich ihn tief über ein Buch gebeugt.
Diese Übersetzung von Galen ist grauenhaft, sagt er mit einem Seufzen. Wenn ich diesen Anweisungen folgen, würde ich meinen Patienten wohl eher töten, als ihn zu heilen. Ja, das Dumme ist, wir sind leider sehr, sehr schlecht im Punkto Bildung. Wir versuchen es trotzdem. Oh, ich habe es tatsächlich erfolgreich geschafft. Und ihr Glaube ist auch zu stark. Und er hier würde... wenn er ein schwaches Druckmittel erhält. Ja gut, soll mir recht sein, soll mir recht sein. Hauptsache, guck mal, jetzt, wir haben eine Menge der Katholiken jetzt hier reduziert. Wir haben sie fast halbiert durch diesen Move. Selbsterkenntnis. Yay. Ja, ich muss ernsthaft darüber nachdenken. Er ist halt auch bildungstechnisch halt einfach nur ein Lappen, ne? Oh mein Gott. So, die Güte kann ich jetzt auch noch nicht erhöhen. Erst in 2 Monaten. Hof halten könnten wir. Ich möchte aber gerade eben nicht. Mein Enkel kann ausgelöst werden. Wer ist denn das? Mein Neffe und Vasall hat meinen Enkel gefangen genommen. König Dobromir, okay. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Ich sehe da Übles auf mich zukommen. Diese Familie, ey. Herzog Otto. Ist einer meiner Vasallen. Wisst ihr was? Den lasse ich auch noch raus. Warte mal, ich kann jetzt hier... Nee, ich kann keine Konvertierung verlangen, so. Dann lasse ich ihn frei. Für Geld. So, und Konvertierung kann ich nicht verlangen. Konvertierung kann ich gerade eben nicht verlangen. Also der Gag an der ganzen Sache ist, ne, wir müssen eigentlich irgendwie noch in Ungarn einfallen. Jetzt muss ich mal gerade eben mal gucken. Das Dumme ist, ich habe ein Bündnis mit ihm. Das heißt also, das geht fürs Erste gar nicht. Ja, wie gesagt, das ist dann eher eine Aufgabe für einen nachfolgenden Herrscher. Ich meine, er hat es ja schon mal die Slaven vereint. Das ist ja schon mal was. Also wir erhöhen jetzt hier noch die Güte. Haben im Grunde jetzt das Maximum schon erreicht. Nun könnten wir es abschließen. Die Frage ist, wollen wir es schon abschließen oder wollen wir die Legende noch weiter spreaden lassen? Und auf der anderen Seite, es kostet uns halt auch echt einen Haufen Geld, das Ding ist hier. Also wir bekommen halt auch nichts mehr so richtig davon. Klar, wir haben jetzt ein bisschen mehr Diplomatie pro Hingabestufe. Wir haben mehr Bildung. Wir bekommen auch ein bisschen mehr Frömmigkeit. Haben auch mehr Kontrollzuwachs. Das ist alles schön und gut. Aber in meinen Augen noch nicht wirklich ausreichend. Okay, demnächst haben wir auch hier die Kultur konvertiert in Goslar, da freue ich mich drauf. Die Religion braucht allerdings überraschend lang, obwohl wir einen relativ guten Erfolg haben. Habe ich da eigentlich nochmal jemanden? Ne, der hat auch eine 18. Was hast du eigentlich du? Du hast 13, 9, 8. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weise dich hier zu. Der sorbische König soll das hier machen. Dann kannst du das hier machen. Ja, davon habe ich mehr. Oh Gott, warum ist der Typ so schlecht? Warum ist der so schlecht? Ich habe so schlechte Leute in puncto Kriegsführung. Es ist einfach nur ein Albtraum. So, Prag haben wir behalten. Gerade eben sind wir hier fertig geworden. Ich möchte, dass Prag... natürlich jetzt hier auch von mir hier eine Verbesserung erhält. Hier wird schon einiges umgebaut, wie man jetzt hier gerade eben sehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin uns unsere Reise bringt. Was ist das hier? Eine Inspiration. Nee, ich brauche keine Buchinspiration. Ich habe schon ein oder zwei Bücher. Ein Buch, okay.
Also, mal gucken, wie stellen sich meine Werte hier zusammen? Interessant, ich bekomme diese Boni gar nicht. Legendenförderer Modifikation. Ich habe gar keinen Hofchronisten mehr. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt mal schnell wieder jemanden rein. Ja, ich glaube, ich schließe die Legende ab. Ich glaube, wir schließen sie ab. Das tun wir. Wir bekommen ein neues Legendengebäude. Zugriff auf die Entscheidung, das Reich zu missionieren. Das könnte uns sehr, sehr helfen, die euch eine umgehende Bekehrung eures Reiches zu unserem Glauben erlauben. Ihr erhaltet Zugriff auf die Entscheidung, die heilige Mission wieder aufzunehmen, die euch eine weitere Nutzung des Kriegsgrundes großer Religionskrieg erlaubt. Ihr erhaltet Zugriff auf die Möglichkeit, Legendenschrein bei der Entscheidung Platz schaffen für ein Legendengebäude. Ja. Ihr erhaltet Zugriff auf die Entscheidung, Legendenartefakt, das nehmen wir auch sehr, sehr gerne und ich bekomme nochmal jede Menge Legitimität. Die von Hochkönig Krack vollbrachten Wunder. De facto werden wir dadurch es wahrscheinlich hinbekommen. Ich glaube, so stehen denn wirklich auch Legenden in der Geschichte, dass quasi der Vater seinen Sohn genauso genannt hat wie ihn selbst. Ne, so Krack, Krack Junior, Krack Junior, Junior und so. Aber am Ende geht es alles nur in die Geschichte ein, weil es alles so schlampig verfasst worden ist damals. Also nicht wirklich, oder wir finden es heutzutage einfach nicht mehr. Und dann werden halt einfach ganz, ganz viele Taten von Leuten, die unterschiedlich waren, aber selben Namen hatten, zusammengefasst auf eine und dieselbe Person. Hier endet das Buch über die Legende von Hochkönig Krack und seinen Wundern, die alle Slowiakaner kennen. O allmächtiger Rott, ich bitte euch, segnet dieses Buch und die Legende des Wächters der slowiakanischen heiligen Stätten. Krack widmete sein Leben der höchsten Macht Rotts persönlich und handelte ganz nach dessen Willen. Jeder Slave zog mit dem Namen Krack auf den Lippen durch das Land und erzählte in seinem Namen Geschichten von unzähligen heiligen Geschehnissen. Und hier wurde alles niedergeschrieben. Krakau, 12. April 930 Anno Domini. So sei es. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also, hier unsere Legendenbibliothek. Wir sind mythisch, haben das jetzt also geschafft. Und ja, wie gesagt, theoretisch könnte man jetzt hier noch die nächste Großtat durchführen. Aber das lassen wir jetzt fürs Erste. Wir machen jetzt auf jeden Fall wieder einen Haufen Geld. Und jetzt können wir die Entscheidung treffen, Platz schaffen für ein Legendengebäude, der Legendenschrein. Das ist also eine andere Art von Gebäude. Dann machen wir das. In Wlodomirs. Okay, wir haben den Platz geschaffen. Können wir mal gucken, was es jetzt hier bringt. Das Ding hier bringt uns auch ein bisschen mehr Steuer, Besitztum, Steuerbonus, mehr Kontrollzuwachs und sorgt nochmal für mehr Frömmigkeit für den Träger. Meinung für die Glaubensgeschwister geht weiter nach oben, genauso wie auch Meinungseiferer und Steuerbeitrag eiferer Vasallen gehen um 10% hoch. Da wäre es halt cool, wenn man wirklich viele eiferer Vasallen hat. Alles zu seiner Zeit. So, wir können jetzt das Reich missionieren. Eine Legendengeschichte und von Frömmigkeit und Hingabe hat die Herzen aller Menschen in diesem Reich ergriffen. Mit ein wenig Ermutigung können auch die Ungläubigen des Reiches dazu gebracht werden, so zu beten, wie ich es tue. Jetzt gucken wir uns als allererstes, bevor wir das tun, mal die Glaubenssituation an. Wir sind weitgehend slowiakanisch, aber nicht voll. Hier oben zum Beispiel gibt es ein paar Bereiche, da gibt es eine andere Religion, hier gibt es Asatru und hier gibt es wohl Katholizismus. Also ihr seht, es gibt einige Flecken, wo andere Religionen vorherrschen. Jetzt gucken wir mal, wie sich das verändert, wenn wir jetzt unser Reich missionieren. Das hat eine Menge bewegt. Nicht alles, aber ihr seht, es hat eine Menge bewegt. Aber tatsächlich nicht ganz so viel, wie ich dachte. Wir können, wie gesagt, auch theoretisch jetzt hier die heilige Mission wieder aufnehmen, um in ein Königreich einzufallen. Die Sache ist bloß die, dass wir immer noch mit ihm hier verbündet sind. Wir sind mit ihm hier verbündet. Das ist das Ding.
Warte mal, ich bin verbündet. Es wäre ganz, ganz cool, wenn dran stehen würde, wegen was? Oh, warte mal, ich habe auch noch irgendwie einen Krieg gerade eben. Achso, ja stimmt, diese komische krimische Eroberung hier. Ich habe ja schon Krieg mit denen hier. Den ich aber gerade eben herzlich ignoriere, diesen Krieg, weil... Oh Gott, der Basileus hat überhaupt gar keine Streitkräfte. Ja, wie gesagt, wir ignorieren das jetzt hier immer noch. Also das Byzantinische Reich ist schwach wie nochmal was. Immer mehr Leute entkommen mir gerade eben aus meinem Knast. Wer ist eigentlich der Kerkermeister? Ganz im Ernst, dieser Graf Hans, der geht mir so auf den Zeiger. Ich sag's euch. Oh, ich werde ihn definitiv nicht begnadigen. Ich kann noch Bündnisse aushandeln, by the way. Mein Schwiegerneffe, der wird auf jeden Fall nicht wollen. Der wird nicht wollen. Und der wird nicht wollen. Ich sehe halt, dass meine Religion halt ein ganz, ganz großes Hindernis ist, auf dem Pfad noch mehr zu erreichen. Oh, eine gefundene Legende? Das hatte ich noch nie. Meine Hofnarrin Vera eilt aufgeregt herbei, um mich zu begrüßen, als ich den Hof betrete. Ich weiß, dass ihr in letzter Zeit von Albträumen geplagt werdet. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es sich bei dieser Vision um Erinnerungen an euren Kampf mit den Mächten des Bösen von Tschernobyl in dem Reich Navias handelt. Also, das ist wahrscheinlich die Hölle. Manche Leute mögen dies für etwas weit hergeholt halten und es würde einige Mühe kosten, die Wahrheit zu beweisen. Doch es gibt eine solide Grundlage, euch zu einer lebenden Legende zu machen. Das Ringen mit dem Bösen. Oh, das nehmen wir. Hochkönig-Charakter. Wir sind aber immer noch der Wendler. Okay, gut, gut, gut. Dann ist es halt so. Ah, ich habe dann doch hier tatsächlich die Diplomatiepunkte verloren, aber die Bildungspunkte nicht. Oh Gott! Also, Wächter der heiligen slowakischen Städten kann man auch theoretisch wieder machen. Ich habe eine Erbschaft. Die Großtat für die Slawen. Da fehlt halt noch das Geld. Da kann man auch noch mehr Diplomatie bekommen. Monatliches Prestige. Stationiertes Kriegsvolk. Und das Ringen mit dem Bösen ist auch wieder so eine Glaubensnummer hier. Boah, das hier, Legendenförderer. Ach, das ist halt das Doofe. Legendenförderer-Modifikatoren. Das heißt halt einfach quasi, du bekommst diese Boni, wenn du halt die Legende förderst. Aber was habe ich jetzt gerade geerbt? Radom? Habe ich random Radom gelernt? Nee. Das hier habe ich gerade bekommen. Radek. Die öffentliche Ordnung ist hier völlig von Fuß. Die sind aber beide ungefähr gleichwertig. Ich gebe das hier auf jeden Fall weg. Das wird dann jetzt hier wieder innerhalb meiner Familie vergeben. Enrico, du bist jetzt alt genug. Du kannst jetzt auch eine Liegenschaft haben. Viel Spaß damit. Hof halten. Die heilige Mission wieder aufnehmen. Ich würde es schon sehr gerne machen. Wirklich sehr, sehr gerne. Wisst ihr, was ich auch machen könnte? Ich könnte versuchen, aber das wäre halt auch wieder schweineteuer, die Hauptstadt von ihnen anzugreifen. Oder aber, wir machen mal wieder eine Plündertour durch das Holy Roman Empire. Ich muss ja noch so einen Legendenpalast bauen, Leute. Ich muss einen Legendenpalast bauen oder so oder sowas ähnliches. Aber ich kann gerade eben nicht die Räuber ausheben. Nee, ich muss jetzt warten, bis dieser Krieg hier endet. Ich muss leider warten, bis der endet. Und komme da leider gerade eben gar nicht so schnell runter. Eugenia ist nicht mehr meine Amme. Okay. Oh, der ist jetzt schon verwundet. Wisst ihr, ich könnte halt auch Ungarn erobern, wenn wir ihn hier loswerden würden. Aber ihr seht, so leicht ist das nicht.
Wir sind halt leider nicht sehr, sehr gut in solchen Dingen. Ich habe Häuptling Enrico Heyrod dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte. Als Heike plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen. Das verging jedoch schnell wieder, da Enrico bald ein ganzes Spiel daraus machte. Und schon war das letzte Spiel wieder völlig vergessen. Ja, bei uns wären sie irgendwie alle ganz, ganz gerne sprunghaft, habe ich so das Gefühl. Ja, aber das ist doch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Die heilige Mission wieder aufnehmen. Das ist alles noch hart Zukunftsmusik. Ich brauche wieder eine neue Amme aufgrund der abgehauten Amme. Der will halt wirklich den Bub nicht rauslassen. Ein Kriegsgefangener. Das finde ich ein Druckmittel einsetzen und ihm eins schulde. Wow. Also gut, wir nehmen natürlich wieder die Beste. Da gucken wir gar nicht so sehr drauf. Es soll einfach nur die Beste sein. Ich finde es übrigens komisch, dass wir noch keinen Kriegerorden... Achso, ich könnte einen Kriegerorden gründen. Wenn ich nicht im Krieg wäre. Zölibat. Ich werde nun Zölibatär. So, wir sind jetzt Zölibatär geworden. Prachtturnier ignorieren wir. Gott, ey, guckt euch mal den Balkan an. Das ist Kraut und Rüben. Was, mein Hofarzt? Warum sterben ständig meine Leute? Also, wir müssen auch wieder einen Arzt suchen. Halleluja. Oder besser gesagt, nicht. So kriege ich nie das Geld zusammen, um ein Dingens zu bekommen. Ja, wir nehmen natürlich den Hervorragenden hier. Die Theodora. Hallo Theodora. Okay, die ist sogar wirklich hervorragend. Die ist eine weise Frau, Kräuterkundlerin, Jungarzt. Sogar mit einem guten Weg hin zum endgültigen Arzt. Und 18 Bildung. An den heiteren Hochkönig Krak von Westslawien, die Krim, regt mich langsam aber sicher auf. Ja, es regt mich. Gut, wir kümmern uns um sie. Wir kümmern uns darum. Hä? Jetzt werden wir sogar noch melancholisch. Wir werden bald sterben. Welcher Tag ist heute? Wie lange habe ich dieses Mal geruht? Ich ertappe mich dabei, wie ich in den Gesichtern meiner regelmäßigen Besucher nach Hinweisen suche. Nach Falten oder Narben. Nach irgendwas, um zu erkennen, wie viel Zeit schon vergangen ist. Irgendwie fühlt sich das Miteinander mit anderen an, als würden sie zu mir sprechen und nicht mit mir. Bin ich noch ich? Oder ist mein Leib die Seele entflohen? Lebe ich noch oder gibt es mich nur noch? Das ist schlecht. Gebrechlich und melancholisch. Boah, Leute, ich sag's euch. Also das ist übel. Vor allem, weil ich jetzt hier sogar noch etwas weggeben muss. Oh no. Ich gebe dann mal Lublin an meinen Erben. Weil der wird wahrscheinlich auch unser Erbe bleiben. So wie die Sachlage sich momentan darstellt. Okay, okay, okay. Es wird tatsächlich düster um den armen alten Hochkönig Krak. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass es ihm immer noch in Ordnung geht. Naja gut, dem ging es halt mit 40 noch gut. Das heißt, er hatte echt Glück mit seinen verlorenen Lebenspunkten bis zu dem Alter. So Leute, aber wie gesagt, wir werden jetzt versuchen, unsere Truppen da runter zu bewegen. Alle hier ausheben. Und dann werden wir halt einfach jetzt Konstantinopel besetzen.
So zumindest mein Wunsch, mein Plan, was auch immer. Nein! Was macht ihr denn? Ey, wie das Spiel immer einfach über Land gehen will und mein ganzes Geld versenken möchte. Jedes Mal schrecklich, ich sag's euch. Sag mal, kann ich eigentlich den Bub noch irgendwie zur Universität schicken? Nee, das geht nicht so wirklich. Dafür müsste ich erstmal wieder, glaube ich, den... Nee, ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Sonst hätte ich das hier zur Auswahl. Was bringt eigentlich Verteidiger von Rott? Das wollte ich auch mal gucken, während jetzt die Soldaten laufen. Fremdländische Mächte umkreisen unsere Gebiete wie eine Rudel hungriger Wölfe. Wenn die Sitten unserer Vorfahren überleben sollen, muss ich den Respekt der Clans gewinnen. Gemeinsam werden wir eine glorreiche Kriegshalle zu Ehren von Perun errichten. Okay, ich brauche eine heilige Stätte in meinem Besitz. Eiferer steigt noch. Also was muss ich dafür haben? Eine beliebige slowakische heilige Stätte ist im Besitz von uns selbst. Hat kein Sondergebäude. Eure Hingabestufe ist mindestens aufopferungsvoll. Mindestens 5 der Vasallen von euch ist ein mächtiger Vasall, hat zumindest 60 Meinung von mir. Dann werden wir noch Verteidiger des Glaubens. Die Heldenhalle. Das wäre hochgradig interessant. Ich muss gerade mal gucken, wo sind unsere heiligen Stätten? Da hier eine in Plock, genau, und eine in Kiew. In Novgorod ist auch eine und in Arkona. Oh, hier ist auch eine. Das war mir nicht klar, wo wir gerade drüber laufen. Wem gehört Plock? Plock gehört Oberhäuptling Borislav. Was ist, wenn ich ihm jetzt hier den Titel aberkenne von Plock? Das wäre ein bisschen Tyrannei. Und jede Menge Legitimitätsverlust. Und wie sieht es mit Kiew aus? Wo war nochmal Kiew? Ich finde es gerade nicht. Ach, da ist es doch. Hier, Kiew. Oh, Kiew ist aber auch ein geiles Land. Wer bist du? Was ist, wenn ich... bei dir kann ich den Titel nicht aberkennen. Interessant. Ja, wahrscheinlich, weil du de jure nicht mein Vasall bist. Oder doch, ich bin doch König von Ruthenien. Wahrscheinlich, weil es eine andere Kultur sind. Und dann haben wir hier noch eine. Auf der Insel Arkona. Dem kann ich es auch nicht aberkennen. Also ich kann aus irgendeinem Grund nur Plock nehmen. Wahrscheinlich wegen der Kultur, nehme ich an. Wie schlimm wäre es, 100 Punkte zu verlieren? Nicht so katastrophal. Wir entziehen im Plock. Das machen wir jetzt noch, Leute. Ein bisschen Tyrannei bauen wir auch ab. Wir werden noch gar nicht mehr lange genug leben, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich wieder 1 zu viel. Jetzt kann ich wieder... Radom gebe ich ab an meinen Spielererben. Kann ich später entscheiden, wie ich damit umgehe. So, jetzt haben wir schon mal immerhin mal eine der heiligen Stätten hier. Jetzt brauche ich mindestens 5 Vasallen, die ein mächtiger Vasall sind und mindestens eine 60er Meinung von mir haben. Du bist gar kein mächtiger Vasall. Das ist ja mal geil. Boah, der hat eine 26. Sofort rein mit ihm hier. Okay, immerhin bin ich hier schon mal bei einer 50.
kann ich hier noch einen mächtigen Vasallen reinsetzen? Nee, hier kann, bei sowas, das kann man gar nicht. Also alle meine Vasallen müssen eine 60 haben. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier mal den jetzt hier beeinflussen, um zu sehen, ob das wenigstens dann schon mal klappt. Der hat eine 13, der hat auch eine 13. Das Schlimme ist, dass ich jetzt halt einfach nur noch Klappspaten als mächtige Vasallen habe. Und die absolute Stammesautorität ist halt auch ein Problem. Ja, und Tyrann ist halt auch sehr negativ. Bevorzugung. König Dobromir hat den ganzen Abend nichts gesagt. Doch als ich nach einem weiteren Stück guten Käse greife, platzt es aus ihm heraus. Ich kann einfach nicht verstehen, warum ihr meinen Anspruch zur Grafschaft von Radom an Graf Makai vergeben habt. Dieses Land gehört rechtmäßig mir. Welche schweren Vorgehen habe ich begangen, dass ich solch eine unwürdige Behandlung verdient hatte? Mein lieber Neffe, du hast keine Ahnung. Natürlich gehört das Land meinem Sohn. Er verfügt über die Eigenschaften, die dir fehlen, mein Freund. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da gerade eben was Gesägtes hört, Leute. Ich beende es auch hier gerade eben die Folge. Ich habe das Fenster offen und bei meinem Fenster sägt wohl jemand was. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.